Herzlich willkommen hier heute in der Grafschaft Bentheim. Wir sind hier in der wunderschönen Stadt Nordhorn und im Hintergrund sieht man schon unsere Heimatkirche, das Wahrzeichen der Stadt Nordhorn, unsere alte Kirche. Aber um die Kirche soll es heute eigentlich gar nicht gehen. Es geht darum, was hier im Vordergrund zu sehen ist, nämlich unser kleines Flüsschen, die Vechte. Und sie umarmt sozusagen die Innenstadt hier. Unser Thema heute im Gottesdienst ist Leben im Fluss. Unseren Gottesdienst feiern wir im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen Gottes des Herrn, der den Himmel und die Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewig und der niemals loslässt, ein Werk seiner Hände. Amen. Leben im Fluss. Nee, obwohl es richtig schön warm ist, das ist heute keine Einladung, mit mir zusammen jetzt in den Fluss hier zu steigen. Hinter mir machen das, glaube ich, da hinten welche, aber das ist es nicht, sondern es soll heute ein Bild sein, ein Bild für unser Leben. Ich weiß, ich bin nicht der Erste, der das so aussucht, das haben schon viele andere gemacht. Und wenn wir auf Jesus gucken, der benutzt in seiner Predigt auch ganz, ganz viele Bilder, Gleichnisse. Und so ein Gleichnis ist das mit dem Leben im Fluss auch. Denn das ist nicht gemeint, dass wir jetzt alle zusammen im Fluss leben, sondern dass unser Leben dahin fließt. Das Wasser, das hat bei mir im Leben immer schon eine große Rolle gespielt. Ich habe sozusagen Achterndiek gewohnt in Ostfriesland, hinterm Deich. Und wenn ich auf den Deich steige, was ich heute noch oft mache, dann war ich an der Ems. Ein toller breiter Fluss. In der Nähe von Jemgum, da war das dann auf der anderen Seite. Heute leben wir hier an einem anderen Fluss und der ist auch wunderschön, die Vechte. Und ich fühle mich richtig zu Hause hier. Die Vechte übrigens, ich habe es mal besucht, die entspringt in Darsfeld, das ist im Münsterland. Und ich habe erst gesagt, wo entspringt die denn? Das ist nur so ein ganz kleines Flüsschen, so ein Mini-Teil nur. Ja, aber so beginnt das Leben, auch
unser Leben, auch dein Leben? Wo sind eigentlich deine Wurzeln und Quellen, auf die du zurückschaust? Ich glaube, das ist gut, in seinem Leben mal Quellenforschung zu betreiben. Woher komme ich eigentlich? Wo entspringe ich? Was prägt mich? Ja, und kurz danach, als ich dann ein kleines Kind war, und das ist bei euch nicht anders, da nahm das Leben dann Fahrt auf. Kindergarten hatte ich nicht, ihr vielleicht. Bei uns gab es das damals noch nicht. Aber die Schule dann. Und die Schule war für mich eine richtig prägende Zeit. Und in dieser Zeit sind dann auch manche Nebenflüsse eingeflossen in das Wasser meines Lebens. Bei der Fechte ist das übrigens auch so. Die Aa, die Dinkel, die Nee, Lee und in Holland noch die Regge. Bei mir im Leben sind auch viele Flüsse mit eingeflossen. Überlegt mal, wie das bei euch ist. Was da alles mit hineingeflossen ist und was euch mit geprägt hat im Leben. Zuallererst natürlich eure Familie. Und ich hoffe, die prägt euch heute noch immer. Die hält euch. Aber dann sind da auch Freunde. Ich habe noch ein paar Freunde, meine Sandkastenfreunde, die heute noch ganz wichtig für mich sind. Und dann nahm das Leben so Bogen und Windungen auf. Es klappte nicht immer alles, bei mir in der Schule zumindest nicht. Ich habe extra eine Ehrenrunde gedreht, so eine doppelte Winde. Die erste Liebe, der erste Kuss, das erste Mal Schluss. Wisst ihr noch, wie das war? Liebeskummer, das tut richtig weh. Und dann auch die erste Begegnung mit Sterben und Tod. Bei mir war das so, dass mein Vater früh gestorben ist. Das hat mich schon sehr beeinflusst. Das war ein richtig starker Nebenfluss, der eingeflossen ist in mein Leben. Aber das Leben blieb nicht stehen. Es bleibt niemals stehen. Es ist immer im Fluss. Du kannst nichts festhalten. Du kannst nichts konservieren, sondern du musst den Moment genießen. Und wenn der Moment nicht zum Genießen ist, dann musst du diesen Moment aushalten, denn es ist ein Moment im Wandel. Du kannst sie nicht festhalten, auch wenn manche Leute das heute meinen, mit ihren Cremes und Tipps und Anti-Aging. Deine Jugend vergeht, meine ist schon längst vergangen. Und ich möchte auch nicht immer jugendlicher sein. Ich glaube, keiner von uns will wirklich immer jugendlicher sein. Erinnert euch noch an diese schreckliche Zeit der Pubertät, wo man nicht weiß, was man wirklich ist und was man wirklich will. Nein, ich möchte nicht dauerjugendlicher sein. Ich fühle mich wohl, wie ich heute bin, gut 60 Jahre alt. Aber dann kamen auch Momente des Lebens, da ging nicht mehr viel. Da war das eher so wie das da rechts von mir, ihr werdet es sehen, ein toter Arm. Und ich habe das Gefühl, es floss nichts mehr. Es ging nichts mehr. Auch der tote Arm eines Flusses gehört dazu. Und wenn ihr das Rauschen hört, von diesem toten Arm fließt wieder etwas ab hier in die Fechte. Also es steht doch nicht still, auch wenn man das im ersten Moment meint. Es bewegt sich. Wir sind auch in den toten Armen im Fluss unseres Lebens. Ich hoffe, du hast dann auch deinen Partner, deinen Lebenspartner gefunden. Bei mir war das so. Und dafür bin ich dankbar. Dann kamen die Kinder und ich war sozusagen in den Stromschnellen des Lebens. So wie das ist bei dem Fechtestau da vorne, bei dem Fechtewehr. Erhöhte Fließgeschwindigkeit, ich kann mich noch gut daran erinnern. Leben im Eiltempo, keine Zeit, keine Zeit. Es gibt so viel zu erleben, die Angst etwas zu verpassen. Das Leben rauscht dahin. Gestern waren die Kinder noch Babys und heute haben sie studiert. Der Fluss weitet sich. Die Fließgeschwindigkeit nimmt ab. So empfinde ich das im Moment in meinem Leben. Alles liegt weit vor mir. Und doch das Bewusstsein, die weiteste Strecke habe ich schon hinter mir. Was kommt jetzt noch? Wohin treibt mich der kleine Tropfen meines Lebens, der in diesem Fluss des Lebens verborgen ist? Die Angst vor dem Ende schleicht sich ein und ich gebe es zu, Beerdigungen nagen manchmal an mir, ganz besonders, wenn das Beerdigungen jüngerer Menschen sind. Das Ende meiner Arbeitszeit ist in Sicht. Der Fluss fließt seichter, aber manchmal kommt es mir vor, als wenn wenn es alles sich hinabstürzt hin auf das Ende. Er windet sich mehr und mehr. Was kommt?
Was kommt, wenn der Fluss zu Ende geht? Dann sind wir an der Flussmündung. Die Fechte zum Beispiel, ich habe es nachgeguckt, sie fließt ins Zwarte Meer und dann ins Eiselmeer und schließlich dann in die Nordsee. Der Tropfen verschwindet nicht. Der Fluss verschwindet. Das Leben verschwindet. Es liegt hinter uns. Aber dieser kleine Tropfen, er gießt sich ins Meer der Ewigkeit. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Das Leben im Überfluss. Leben im Fluss. Gute Reise. Amen. Lasst uns beten. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Gott, gib mir die Gelassenheit, einen Tag nach dem anderen zu leben. Einen Moment nach dem anderen zu genießen. Im Fluss des Lebens zu bleiben. Gott, gib mir die Gelassenheit, Entbehrung als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren. Gott, gib mir die Gelassenheit, anzunehmen, wie Jesus es tat. Diese widersprüchliche Welt, wie sie ist, und nicht, wie ich sie gerne hätte. Gott, gib mir die Gelassenheit zu vertrauen, dass du alles richtig machen wirst, wenn ich mich deinem Willen bedingungslos anvertraue. Gott, gib mir die Gelassenheit, dass ich voller Zuversicht in dein wunderbarbares Meer der Liebe mich fallen lassen kann. Wir beten gemeinsam, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bitten Gott um seinen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich auf deiner Reise im Fluss des Lebens. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er wende sein Angesicht dir zu
und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Allen noch einen gesegneten Sonntag und genießt das tolle Wetter.